Hallo, ich bin Wolfhuhn. Ich spiele heute wieder das Spiel, von dem ich den Namen nicht aussprechen kann. Und ich habe in meinem Aufnahmeprogramm einen ganz tollen Knopf entdeckt. Der macht nämlich, dass er die Framerate nicht begrenzt, während ich aufnehme. Und ich somit die volle Geschwindigkeit habe vom Spiel. Wie ihr seht, bewegt er sich jetzt wesentlich schneller. Toll, oder? Hätte ich auch früher drauf kommen können. So, unser Kamerad und der Vater von der Reporterin wird gerade von dem Panzer bedroht. Dem soll man zur Hilfe kommen. Ich würde sagen, jetzt tun wir doch einfach mal. Genau, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass da einiges zum Abbauen war. Jetzt bin ich da direkt mal hin. Und ich würde sagen, da bin ich genau richtig. Gut. Okay. Genau, die stecken da unten fest. So, ich habe hier ein Rad, ich habe Dynamit. Das nutzt man jetzt mal beides. Ja, dann macht das Rad wieder ganz. Gut, okay. So, ich muss wohl die Dynamitstange irgendwie da hinkriegen. Die wird da durch die Flamme natürlich direkt in die Wand gesetzt. Okay, jetzt soll halt nur noch das Timing stimmen. Aber ich habe ja unendlichen Vorrat an Dynamitstangen. Also nur noch richtig treffen. Was? Wie? Ah, das hat geklappt. Der Panzer ist Geschichte. Juhu! Vorwärts, Marsch! Haben wir noch eine kurze Action-Einlage. Obwohl die Festung teilweise zerstört war, hielten die Deutschen ihre Stellung. Der Angriff war fehlgeschlagen. Ja, schade aber auch. Na, ja, genau, es geht noch weiter. Das war nicht das Ende. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Aber da wir jetzt doppelt so schnell spielen, dürfte die zweite Hälfte schneller gehen. Meine liebe Tochter, der Krieg hat mir einen teuren Freund genommen und sein Verlust trifft mich härter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Karl ist immer noch südlich von Reims interniert, aber sein Zustand verbessert sich langsam. Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen, eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Und du? Wie geht es dir? Hat sich das Leben in Saint-Mihiel gebessert? Leider musste Karl feststellen, dass sich nichts gebessert hatte. Aus Maries Brief erfuhr er, dass sein Sohn schwer erkrankt war. Karl fasste einen Entschluss. Da der Krieg niemals enden würde, musste er fliehen. Ja, aber wenn der Amerikaner tot ist, dann müsste der Vater von der und Wurst der auch tot sein, hä? Ja, wenn wir da raus wollen, dann brauchen wir eine Zange. Da gibt es eine. Ah, da ist ja auch die Reporterin. Also ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter, weil der Kampf gegen den Panzer jetzt doch relativ schnell ging. Okay, hier. 8. Mai 1916, Gefangenenlager Frankreich. Okay. Ich schaue mich erstmal kurz um. Was haben wir denn hier? Die Kriegsgefangenen. Auch in der Kriegsgefangenschaft wurden nicht alle Soldaten gleich behandelt. Es gab Lager, die Offiziere vorbehalten waren und andere für die einfachen Soldaten. Die Gefangenen waren in der Regel mehr oder weniger unterernährt, je nachdem wie es um die Versorgungslage der einheimischen Bevölkerung bestellt war. Als Zwangsarbeiter mussten sie die eingezogenen Zivilisten ersetzen und wurden häufig in Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft oder im Bergbau eingesetzt. Insgesamt wurden während des Kriegs 8 Millionen Gefangene gemacht, davon saßen 2,5 Millionen. Millionen in deutschen Lagern.
Das ist ein großes Lager. Ich sitze hier seit 11 Monaten in diesem Gefangenenlager südlich von Reims fest. Ich werde langsam wieder gesund und kann sogar wieder laufen. Das verdanke ich nur Anna. Maries letzten Brief hat mich beunruhigt. Victor ist sehr krank. Und in Saint-Miel verfügen sie nicht über die Mittel, ihm zu helfen. Ich muss hier weg. Victor wird heute ein Jahr alt. Mein Gott, ich vermisse ihn. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Wenn sie mich doch nur nach Saint-Miel abkommandieren würden. Die Deutschen halten die Stadt immer noch. So, guck mal, was die anderen noch denken. So, 6 und 7. Heute Morgen hat es Granaten in unserem Sektor gehagelt. Freddy war draußen an der Front und hatte Glück, dass er durchgekommen ist. Ich musste Kanonenjunge spielen, um ihn dort auszugraben. Ich habe einen Ort bekommen, aber ein Heimaturlaub wäre mir sehr viel lieber gewesen. Ich hoffe, Karl geht es gut. Ich war so erleichtert, nachdem ich Maries letzten Brief gelesen hatte. Heute ist ein trauriger Tag. Freddy und Walt sind gestorben. Mögen sie in Frieden ruhen. Emil hat mir heute das Leben gerettet. Was für ein Granatenschuss. Ich muss meinen jüngeren Bruder schreiben. Er macht sich Sorgen um mich. Victor ist krank. Er hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen und ist ganz blass und schwach. Ich brauche Fleisch, aber ich habe nichts mehr für ihn. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Karls letzter Brief hat mich beunruhigt. Er kann wieder laufen. Eine Schwester kümmert sich im Gefangenenlager um ihn. Ja, das ist ein ziemlich großes Lager, das wird kompliziert. Okay, hier habe ich das Ende gefunden. Der wird aber wohl gerade verhört, hä? Ja, denen geht es nicht gut. Das. Okay, wahrscheinlich muss ich dem irgendwie Medizin bringen. Okay. Was haben wir hier? Hier gibt es Wurst. Den Knoten auf der Klaus. Er braucht Pfeifenkraut. Da oben sehe ich nichts. Was gibt es hier? Geht es hier auch noch so viel weiter wie unten? Die Essen und Trinken da. Hier gibt es Toiletten. Ich kann auf die Toiletten steigen. Okay, hier kann... Okay, das ist das Rohr irgendwie kaputt. Ja, deswegen können die wahrscheinlich nicht duschen, ne? Der braucht Wasser. Okay. Das heißt, ich brauche mal wieder was zu schmeißen. Da habe ich doch schon was. Wo geht's hier hin hoch? Oh, okay. Ein kleines Rätsel, aber ich würde sagen, ich mache erstmal das Rohr außen wieder ganz. Also, wenn das so einfach funktioniert. Ja, funktioniert natürlich so einfach. Gut, jetzt kann ich mich an das Rätsel im Haus machen. Alles nix. Ach so, hier. Kann ich auch noch drehen. Was haben wir denn hier? Deutsche Erkennungsmarke. Deutsche Marken, die Erkennungsmarken waren zu Beginn des Krieges noch nicht bei allen Soldaten gleich. Die Form, das benutzte Material und sogar die eingeprägte Information hing von der Region ab, aus der der Soldat stammte. Im September 1915 wurde ein Standardmodell eingeführt, eine Platte mit dem Namen des Soldaten, seinem Geburtstag und Ort sowie dem Regimentsdaten. Ende 1916 wurde es durch ein neues Modell ersetzt. Okay, ich drehe trotzdem mal noch ein bisschen weiter. Interessant. Aha. Aber es sieht so langsam aus, als käme ich voran. Oder auch nicht. Ah, von da oben kommt das Wasser. Und es muss dann erstmal oben durch.
sinnvollerweise. So. Okay, jetzt dreht es sich noch zu weit. So, da bin ich jetzt etwas beschäftigt, weil ich da einfach so lange rumprobieren muss, bis es tut, was es soll. Ach, ich wollte doch nur einmal. Ich weiß schon, wie es jetzt funktionieren soll. Aus der Theorie nach. Da ändert sich halt nichts, oder? Doch, da ändert sich auch einiges. Eieieiei. Ändert sich hier dabei auch noch was? Ne, da ändern sich nur die Sachen hier. Jetzt funktioniert's. Okay. Einfach lang genug rumprobieren und irgendwann klappt es. So, können wir jetzt duschen. Alter Fritte! Okay, ich hab da Hosenträger. Was immer ich jetzt damit will. Aber ich habe Hosenträger. Hier wird geschlafen. Was willst du? Quellgatter Aster dabei. Quellgatter. Ah, okay. Da oben gibt's die Pfeife. Müssen auch gucken, wie ich an den vorbeikomme. Der lässt mich nicht durch, da will er erstmal Fleisch. Genau, und hier ist Ende Gelände. Was wolltest du? Du wolltest Pfeife und das Kraut. Okay. Also kann ich das hier verschieben? Dann geht's hier weiter. Mal gucken. Okay. Ja, schön. Kannst du das hier gebrauchen? Hat mir dafür irgendwas anderes reingelegt? Okay, was habe ich denn hier bekommen? Gut gemacht. Ein Erste-Hilfe-Kasten, gut. Da hat mir doch den einen Kranken. Ja, ich glaube, das Video wird etwas länger, aber das mit dem Panzer, die Sequenz war doch etwas kurz. Was bekomme ich von dir? Komm. Kannst du das nicht schieben? Danke. Gut gemacht. So, was bringt es mir, dass ich jetzt das Halsband habe? Ich weiß nicht, aber er hat irgendwas gespeichert. Würde mich das jetzt zum irgendwie jemanden Wichtigen befördern, sodass ich da hochkomme bei denen? Schauen wir mal. Damit bin ich plötzlich eine wichtige Person. Interessant. Okay.
Gut. Was es jetzt mit dem Halstuch genau soll, weiß ich nicht. Vielleicht, also wenn du was weißt, kannst du mir gerne schreiben. Da war das Duschen drin. Ups, haben wir denn hier? Notizbuch. Vier Soldaten besaßen ein Notizbuch, in das sie ihre Erlebnisse und Erinnerungen schrieben. Diese Notizbücher boten später Historikern aus erster Hand Berichte von den Schrecken des Krieges. Mhm, das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, hier war fast zu Ende, oder? Genau. Da war ich ja, glaube ich, schon drin. Ja, genau. Hier. Was haben wir hier? Keksdose. Die Gefangenen litten in den Lagern an Hunger und ihr Essen wurde oft gestohlen. Diese Metalldosen wurden von Hand gefertigt und enthielten entweder Brot oder Kekse. Der Besitzer konnte seine Vorräte mitnehmen, wenn er zur Arbeit ging, damit sie nicht gestohlen wurden. Yep. Dann klettern wir mal hoch und schmeißen den Speck ab. Ja, zumindest der Theorie nach. Könnte das passen? Nein, das passt nicht. Mist. Toll. Alle leiden Hunger und ich schmeiß mit Essen um mich. Okay, das bringt so nichts. Schade, dann gucken wir nochmal nach oben. Ne, damit kann ich nur schmeißen. Ja, wie? Also, Koch, wie sollst du denn da oben hinkommen? Hm? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht hilft mir ja irgendwie die Tomate was? Weiter. Als da kaum wer Drummeln anbackt. Ist auch nicht weiter. Er ist immer noch verwirrt, dass ich so ein Tuch in hab. In die Richtung geht es nicht weiter. Ist da eigentlich nicht irgendwann so kein Hinweis verfügbar? Ja, soll da nicht irgendwann mal was auftauchen so langsam? Ja, der Hund hat Hunger. Habe ich irgendwas denn noch nicht gelöst? Was ist das hier? Da hänge ich ja gerade. Heißt, es muss tatsächlich irgendwie was damit zu tun haben. Tja, aber der Schinken berührt sich kein bisschen, wenn ich ihn triff. Ah,
ich kann die Dinger hier abwerfen. Okay, gut, dann. Das ist aber dann doch eine feste Banane. Banane. Eine feste Tomate. Und ich habe hier was für dich. Oi, geht lieb. Ein Butter, bin ich. Die ist inzwischen noch weg. Warten wir ein bisschen. Auf! Dann versuchen wir zu fliehen. So, aber ich glaube, es hat gerade gespeichert. Den Fluchtversuch hebe ich mir fürs nächste Video auf. Ich glaube, es ist eh ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und dann kannst du gern wieder in einem anderen Video anschalten oder mir einen Kommentar da lassen. Und auch einen Daumen. Tschüss, dein Wolfwunsch. Viel Spaß.